Buongiorno, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden des Fußballs. Ja, heute ein Video mal nicht über Schalke. Ich möchte mich einmal auskotzen. Ich wollte eigentlich überhaupt kein Video machen über diese Weltmeisterschaft. Da ja Italien ja nicht dabei ist, mache ich auch keine Videos. Aber ich wollte mich einmal hier nur einmal auskotzen. Nur einmal auskotzen, was mir richtig auf die Eier geht. Sorry, wenn ich das sage. Hört, Kinder, hört nicht zu, was ich da jetzt gerade gesagt habe. Ich sag mal so, wir leben den Fußball. Wir leben den Fußball. Genau, ich liebe den Fußball und lebe den Fußball. Bin Trainer einer Jugendmannschaft und ich könnte wirklich, ich bin ehrlich, ich könnte 24 Stunden nonstop Fußball schauen. Weil mich Fußball inspiriert. Das macht eigentlich einfach richtig Laune. Du vergisst in dem Moment, wenn du 90 Minuten, sagen wir, dein Verein siehst oder dein Land spielen siehst, 90 Minuten vergisst du deine Probleme. So, aber was mich an dieser Weltmeisterschaft stört, wir wissen ganz genau, eine Weltmeisterschaft im Winter gehört sich nicht. Weltmeisterschaft Winter, da werde ich mich niemals dran gewöhnen und ich hoffe, das war die letzte Weltmeisterschaft im Winter. Wir wissen, dass die Weltmeisterschaft in Katar gekauft worden ist. Das wissen wir schon vor 12 Jahren. Wir wissen, dass die FIFA korrupt ist. Wir wissen aber, alles ist korrupt. Ob die Politiker korrupt sind, jeder, der da oben in der im Geschäft arbeitet, wo es um richtig, 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 richtig viel Geld ist, ist korrupt. Brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. So, aber was mich nervt, wirklich was mich nervt, ist, dass sie die Politik in den Sport drüber mitnehmen. Und das nervt. Und das nervt. Du hörst bei der Weltmeisterschaft nur, warum haben die das nicht gemacht? Die Proteste hier, das nicht da. One Love Binde hier. Wallah. Ich werde nicht auf diese Themen jetzt draufgehen, aber ihr wisst, was ich meine. Und sorry. Bitte. Lasst einfach lasst doch die Kinder den Fußball, uns auch den Fußball. Ja, man hatte mich gefragt, schaust du dir die Weltmeisterschaft Fußball an, das kannst du dir doch nicht anschauen. Ich sage so, ich schaue mir die Spiele an, die, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir Fußball, weil ich den Fußball liebe. Warum soll ich das nicht machen? Weil jetzt die Weltmeisterschaft in Katar ist, ja, im Winter, scheiße. Dafür haben sie ja die Ligen ja gestoppt. Finden wir alle scheiße. Aber, was ich sage, wenn ihr protestieren wollt, das hättet ihr vor 12 Jahren machen können, wo die Weltmeisterschaft vergeben worden ist. Warum jetzt eine Woche vor Weltmeisterschaftbeginn? Boah, meine Fresse, was war denn da los? Da denke ich mir, eine Woche vor der Weltmeisterschaft fängt ihr an mit Protesten, das muss gemacht, das. Wo wart ihr die letzten 10 Jahre? Da hättet ihr ein Zeichen setzen können. Nicht jetzt, wo die Weltmeisterschaft anfängt. Weil die Spieler, die sollen sich auf die Weltmeisterschaft, auf den Fußball konzentrieren. Dafür schauen wir ja Fußball. Deswegen lieben wir die Weltmeisterschaft. Ich sag nur, was der Spieler Eden Hazard von Belgien gesagt hat. Nicht jetzt, was er gegen Deutschland gesagt hat. Das interessiert mich nicht. Er hat aber 2 Sätze gesagt, wo ich sage, hey, da gebe ich den vollkommen recht. Da hat der Recht, der Mann. Er sagte, wir sind hier, um Fußball zu spielen. Ich bin nicht hier, um eine politische Botschaft zu senden. Dafür gibt es Leute, die besser geeignet sind. Wir wollen uns auf den Fußball konzentrieren. Ey, da stehe ich hinter, sagt, ihr müsst euch nur auf den Fußball konzentrieren. Die Spieler sollen nicht die Marionetten für die Politiker sein. Sorry. Und dass die Spieler das dann mitmachen, sind selbst schuld. Da müssen auch die Spieler sagen, hey, das ist der Fußball, der Sport. Wenn ihr ein Zeichen setzen wollt, dann müsst ihr machen, nicht wir. So. Und wenn du ein Zeichen gesetzt hättest, hättest du das vor 10 Jahren gemacht oder 12 Jahren gemacht, wo die Weltmeisterschaft benannt worden ist, wo die stattfindet, da kannst du zeigen, aber nie eine Woche vor Weltmeisterschaftsstart, da kommen da, das sind alles Heuchler, das für mich alles nur Heuchler, die vorher die große Fresse haben und dann, wenn die Weltmeisterschaft anfängt, ruhig, so, lasst einfach den Fußball Fußball lassen, lasst uns den Fußball Spaß haben, hey, man hat gesehen, da sind auch wirklich Fans, die wirklich dahin fahren, um ihr Land anzufeuern, ob Fake-Fans, da-Fans, TikTok, Mock-Tok, ich weiß, ich mache auf TikTok auch Späße und so mit Kollegen, aber die Fans, die dahin fahren
um ihr Land anzufeuern. Lasst ihnen doch den Spaß an den Fußball, weil ihr wisst ganz genau, ich als Fan für Schalke oder für mein Land Italien, ihr als Fan für Schalke oder Hamburg, Köln, Bayern, Frankfurt und dann für Deutschland. Wenn ihr ins Stadion geht, für mich ist das so, wenn ich ins Stadion gehe, Schalke gucke oder Italien schaue, dann vergesse ich 90 Minuten die Probleme, die wir alle Menschen haben. Wir alle Menschen haben Probleme. So 90 Minuten sind diese Probleme in der Zeit vergessen. Da geht es nur um deinen Club oder um dein Land, um die anzufeiern, um zusammen mit deinem Nachbarn, den du absolut nicht kennst. Wenn du jetzt auf Schalke bist, der eine kommt aus Freiburg, der eine aus Hamburg, extra nach Schalke, um sich das Spiel anzugucken, da vergisst man. Oder sein Land anzufeuern, du kommst von jedem Stadtteil, von jedem Land. Der eine kommt aus Deutschland, der kommt aus Belgien, der aus Spanien, um dahin zu reisen, um eine Weltmeisterschaft zu sehen, die er vielleicht, wo er Geld gespart hat, gesagt hat, ey, ich möchte mir das trotzdem anschauen. So, er geht aber ins Stadion. In den 90 Minuten hat er erstmal die Probleme vergessen. So, du umarmst dich mit einem fremden Menschen, die du noch nie gesehen hast, wenn dein Land oder deine Mannschaft ein Tor macht. Du bist überglücklich, du teilst dir die Freude mit diesen Menschen um das Stadion herum, die Fans. Du leidest mit denen, wenn du verlierst. Du weinst mit denen, wenn du verlierst. Jetzt leider habe ich ein Problem. Muss ich erstmal warten. Mein Handy schält und ich muss jetzt warten. Aber lass mich nicht vergessen, was ich gerade gesagt habe. Ah, okay, jetzt ist vorbei. Ja, du leidest mit den Menschen alles. Du bist in den 90 Minuten, hast du alles um dich herum vergessen. So, das ist, warum wir diesen Sport lieben. Aber, dass manche Leute dann versuchen, die Politik in den Sport reinzumischen, finde ich scheiße. Ey, gestern, wenn man gesehen hat, die Spiele Portugal gegen Ghana oder Brasilien, da boah, Weltklasse-Tor, Richarlison oder wie der heißt, gemacht hat. Hey, dafür lieben wir den Sport, Alter. Ich habe gestern gesagt, boah, so geil, so muss ein Fußball sein. Das macht richtig Spaß, dann zu gucken, wenn du solche Traumtore siehst. Oder ein 3-2 zwischen Portugal-Ghana. Ey, boah, da denkst du, geil. Oder wie du Überraschung hast. Saudi-Arabien schlägt Argentinien, Riesenüberraschung, hat keiner damit gerechnet. Oder Japan schlägt Deutschland, 2-1. Hey, deswegen lieben wir den Fußball. Da gibt's Riesenüberraschungen, wo du damit nicht rechnest. So, ist klar, dann stichen wir noch gegenseitig ein bisschen. Ha, habt ihr gegen Japan verloren? Ha, habt ihr gegen Saudi-Arabien verloren? Aber dafür lieben wir den Sport. Da vergessen wir unsere Probleme. Aber bitte mischt diese Scheißpolitik nicht in unseren Lieblingssport rein. Egal welche Sportart, ob Volleyball, Basketball, Handball. Aber mischt die Politik doch nicht an. Ihr Politiker und so alles drumherum. Ihr habt euren Scheiß da, ihr baut euren Scheiß, dann regelt das da und mischt diesen Scheiß nicht im Sport ein. Das will ich sagen, das geht mir hier in den Magen rein, wenn ich sehe, die Politik wird immer mehr in den Sport eingemischt. Das finde ich scheiße. Lass die Scheißpolitik aus dem Sport raus. Lass Sport Sport sein. Die sollen sich auf den Fußball konzentrieren. Und wir leiden mit dem Fußball. Wir freuen uns beim Fußball. Aber wenn ihr diese Scheiße in den Sport noch reinmischt, macht eure Arbeit. Ihr baut sowieso Scheiße deine Politik. So, aber lass den Sport Sport sein. Ob die Weltmeisterschaft jetzt im Winter ist, scheiß drauf, jetzt findet die Scheiße. Wir finden das alle Scheiße. Die Weltmeisterschaft gehört im Sommer hin. Sommer, wo die Sonne scheint, wo wir im Garten alle sitzen mit unseren Freunden, Familien und Bratwurst, Schnitt. Ist egal, was du fressen willst im Garten oder im Biergarten schön im Sommer. Wir wissen ganz genau, dass eine Weltmeisterschaft im Sommer ist. Wissen wir. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Finde ich auch scheiße im Winter. Aber jetzt, wenn das stattfindet, wir schauen den Fußball, dann lasst uns den Fußball ein bisschen auch genießen. Wenn ich höre nur die Kommentare über Politik hier, Politik da, one love, my love, my love. Oh, oh. Bitte, lasst uns den Fußball weiter genießen und macht den uns nicht noch mehr kaputt. Weil so nehmt ihr uns den Spaß immer mehr an den Fußball weg und das will ich nicht. So, deswegen sage ich, no go. Politik gehört nicht im Sport. Fertig. So, das ist, was ich dazu sagen wollte. So, an die Leute, die ihre Länder anfeuern, genießt die Weltmeisterschaft, den Fußball, auch wenn die Scheiße ist im Winter. Was willst du machen? Jetzt ist das so. Wir hatten 12 Jahre Zeit, da zu protestieren oder irgendwas. Und nicht jetzt, wo die angefangen hat. Da hat man 10 Jahre.
Die, die dabei sind, genießt das. Ich sage dir, wenn Italien dabei gewesen wäre, würde ich auch vorm Fernseher sitzen und mein Land anfeuern. Tut das ruhig und feuert euer Land an und denkt daran, ich stiche immer wieder gegen Länder, gegen die kleinen, wo die Großländer gegen kleine verlieren. Dann komme ich wieder auf TikTok oder auf Instagram und stichel dann dagegen. Weil das gehört beim Fußball dazu, das macht dir Spaß. So, alles klar. Schreibt in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Gehört die Politik im Sport? Nein, die muss weg. Sport soll Sport sein. Wir wollen unsere Leidenschaft in diese 90 Minuten zusammen haben. Und da wollen wir nicht über Politik reden, über das reden, über das reden. Weil da wollen wir die 90 Minuten, da blasen wir alles raus. Und dann konzentrieren wir nur uns auf unser Land oder auf unsere Vereinsmannschaft. So sehe ich das. Alles klar, schreibt in die Kommentare reichlich. Euer Schalker. Glück auf, ciao, ciao, arrivederci.